Statusbericht. Das Sammeln von Ressourcen aus der gesamten Raumregion erzielt weiterhin gute Erträge. Darüber hinaus sind mehrere Vertreter des Drachenvolks auf Stammkundenrang aufgestiegen, was den Austausch zwischen den hiesigen Zivilisationen nachweislich fördert. Das Überlebenspotenzial von Ultima Thule wächst kontinuierlich an. Richtig, richtig. Außerdem haben die meisten Drachen aus Raid, Tara, Elysium inzwischen einen Besuch abgestattet. Du hättest sie sehen sollen, wie sie nach dem ersten Rundflug über die Berge zufrieden ihre Flügelchen gestreckt haben. Das Schöne am Leben vergessen sie so schnell nicht wieder. Es ist kaum zu glauben, was wir in so kurzer Zeit aus dem Café in der verlassenen Stadt gemacht haben. Man könnte sogar meinen, wir haben den Ort in das zurückverwandelt, was er ursprünglich war, einmal war. Ich schlage vor, wir gehen in den Wiegenstern und ziehen ein vorläufiges Fazit. Vorschlag akzeptiert, sofort Aufbruch in den Wiegenstern. Ja, geil. Seht euch nur die vielen unterschiedlichen Gäste an, die friedlich beim Essen sitzen. Ich muss meine Aussage von eben korrigieren. Der Wiegenstern ist sogar noch besser als alles, was wir ursprünglich geplant hatten. Die von Jemingway gewählte Formulierung impliziert, alle gesetzten Betriebsziele wurden erreicht, korrekt. So kann man es auch sagen. Warum fragst du? Stimmt was nicht? Seit Beginn von Projekt Wiegenstern haben diese Einheit sowie alle beteiligten Omikron das vorgeschriebene Existenzprotokoll schrittweise implementiert. Den verzweifelten Reproduktionen von Ultima Thule wurde neue Hoffnung gegeben und der kulturelle Austausch gefördert. Daraus folgt, dass es an der Zeit ist, die bisherigen Maßnahmen und Resultate zu hinterfragen und eine Abschlussbewertung durchzuführen. Eine Abschlussbewertung? Reicht es denn nicht aus, einfach festzustellen, dass der Wiegenstern ein Riesenerfolg ist? Negativ, es muss ermittelt werden, wie sinnvoll es ist, den Betrieb des Cafés fortzuführen. Das geplante Betriebsziel ist, diese Einheit bestand darin, einen Dialog zwischen den Zivilisationen herzustellen, um die im Existenzprotokoll vorgegebenen Parameter zu erreichen. Abschließend müssen die Daten ausgewertet und eine Auflistung angewandter Methoden zur Überwindung der Verzweiflung an Stigma 1 übermittelt werden. Da ausreichend Daten für den Abschlussbericht zur Verfügung stehen, ist eine Entscheidung über das künftige Vorgehen zu treffen. Je nach Resultat können entweder neue Ziele gesetzt oder die Systeme der Einheit vollständig abgeschaltet werden.
bisherige Operationen haben bewiesen, dass sie Reproduktion ausgestorbener Lebensformen ein Erinnerungsvermögen besitzen. Dieses erlaubt ihnen, aus der Korrektur vergangener Fehlhandlungen einen positiven psychologischen Nutzen namens Hoffnung zu ziehen. Ergebnis der Abschlussbewertung: Es besteht kein weiterer Handlungsbedarf. Diese Einheit hat die aufgetragene Betriebsziel erfüllt. Eine Deaktivierung meiner autonomen Bewusstseinsalgorithmen ist die daraus folgende logische Konsequenz. Klick. Was? Selbstzerstörung eingeleitet. 3, 2, 1. Da sträubt sich mir das Fell von der Blume. Bitte was? Bis in die Löffelspitzen. Erwarte bloß nicht, dass ich dir zustimme. Wie kannst du daran denken, jetzt alles hinzuschmeißen, wo wir uns doch so für Ultima Tools Zukunft abgerackert haben? Was ist mit all dem, was wir drei zusammen durchgestanden haben? Wir sind doch Freunde, du, Murasaki und ich. Die Entscheidung dieser Einheit wurde getreu der Richtlinien des Existenzprotokolls getroffen. Die emotionale Reaktion des übermäßig behaarten Gastwirts ist für den Bewertungsprozess irrelevant. Irrelevant, sag ich. Von meinen Emotionen rede ich gar nicht. Ich spreche von dieser völlig verkabelten Alphatron-Sichtweise, dass alles sinnlos sei, was angeblich keinen Zweck erfüllt. Wie kannst du nach allem, das wir von unseren Gästen gelernt haben, immer noch daran festhalten? Meine Wünsche und deine Wünsche sind ein ebenso wichtiger Teil der Kraft, die Elysium aufrechterhält, wie die Wünsche unserer Kunden. Inkompatibler Widerspruch registriert. Diese Einheit ist derzeit nicht befähigt, auf Jemingways Kritik einzugehen. Pah! Dann mach doch, was du willst, du klappriger Haufen Altmetall. Diese Einheit wird nun in die Omikron-Basis zurückkehren, um eine Datensicherung des Egos anzulegen und die Systemabschaltung in die Wege zu leiten. Höchstwahrscheinlich wird dieser Vorgang Auswirkungen auf das Verhalten von Stigma 4 und die anderen Omikron haben. Von unmittelbaren Änderungen am Ablauf des Kaffeebetriebs ist jedoch nicht auszugehen. Falls ein neues Existenzprotokoll erstellt oder das alte erweitert werden sollte, können alle Einheiten die Arbeit umgehend wieder aufnehmen. Hiermit verabschiedet sich diese Einheit und überlässt alle weiteren Entscheidungen bezüglich des Wiegensterns den Verbündeten Murasaki und Jemingway. Was Blechi gesagt hat, war wirklich gemein. Aber was sollen wir denn jetzt bloß machen, Murasaki? Was wird aus dem Wiegenstern, wenn er sich einfach abschaltet? Und was wird dann aus mir? Ach, so ein Schlamassel. Ich hätte ihn nicht gehen lassen dürfen.
Wenn er es wirklich ernst meint, müssen wir ihn irgendwie aufhalten. Er hat gesagt, er geht in die Omikron-Basis, richtig? Aber ich bezweifle, dass er jetzt noch mit mir reden möchte. Ihm einfach zu folgen, würde die Sache nur schlimmer machen. Könnte ich dich bitten, an meiner Stelle nach N7000 zu suchen? Dir hört er bestimmt zu. In der Zwischenzeit werde ich versuchen, mich ein wenig zu beruhigen. Ermittlungsanfrage zur Einheit 7000 erhalten. Systemverläufe, alaktiven Einheiten werden abgefragt. Ergebnis der Abfrage: Letzter Eintrag im Systemverlauf von Einheit N7000 zeigt einen Zugriffsversuch auf den Hauptprozessor des Meisters. Es wurden mehrere Ego-Analyseprogramme ausgeführt. Es ist nicht bekannt, auf wessen Befehl hin Einheit N7000 handelt. N7000 erhalten, Überwachungsprotokoll werden abgefragt. Ergebnisse der Abfrage im Nutzungsverlauf des Portals der Einsamkeit wurde der Zugriff der von Einheit N7000 registriert. Der Aufenthaltsort der Vermissten wird im Nordosten des Ostrakon DK-Hexi vermutet.
Die Verbündete Murasaki gibt es bezüglich der Entscheidung dieser Einheit noch Unklarheiten. Wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Besteht kein Grund zur Besorgnis. Seit einiger Zeit führt diese Einheit Verhaltensanalysen von Einheit M017 durch. Diese fungierte als ferngesteuerte Abspaltung von Stigma 1 des Meisters von Alphatron Zivilisation. Den Resultaten zufolge besuchte Einheit M017 häufig den Baum des Lebens. Des Lebens, um Hypothesen zu testen, die nicht seinem Aufgabenprotokoll entsprachen. Des Lebens, um Hypothesen zu testen, die nicht seinem Aufgabenprotokoll entsprachen. Nach eingehender Simulation aller verfügbaren Methoden zur Eliminierung von Zweifeln hat diese Einheit beschlossen, dass eine Abschaltung ihres Egos die einzig sinnvolle Entscheidung ist. Aufgrund einiger fehlender Berechnungen ist jedoch keine sofortige Abschaltung möglich. Weitere Problemstellungen: Die Probanden konnten ihre negativen Gefühle überwinden, worauf das handelnde Omikron nachweislich Einfluss hatte, obwohl der eigene Bewusstseinsalgorithmus unverändert blieb. Diese beiden Tatsachen stellen einen Widerspruch in sich dar. All diese Unklarheiten überlasten die Schaltkreise dieser Einheit, die auf die Akkumulation von Daten zur effektiveren Kriegsführung programmiert sind. Auf Zustände derartiger Datenfluktuation sind sie nicht angelegt. Frage: Kann ein
artifizieller Körper ohne Seele dem Befehl einer inneren Stimme folgen. Da es sich bei dieser Einheit um eine Reproduktion handelt, muss ihr Bewusstsein dem Zustand ihres letzten Moments kurz vor der Zerstörung entsprechen. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass sich dieser Zustand darüber hinaus weiterentwickeln kann. Trotz allem kann diese Einheit die kritische Bewertung ihres Verhaltens durch alle Verbündete und Jemingway nicht ignorieren. Es sind schnellstmöglich neue Analysen des Egos unter Berücksichtigung dieser Bewertung erforderlich. Alle Energie wird in der zerebrale Kalkulationsmatrix umgeleitet. Ich muss mal eben kurz was nachgucken.